It's your turn. Tu es. Do it, baby. Es sieht man uns auch zu zweit so? Ja, man sieht uns auch zu zweit so. So, Contenance. Hm? Was soll ich jetzt sagen? Erstmal hallo. Hi Leute, hier ist der George und der... Christoph, hi. Wir hatten eine geile Idee und wollten euch mal zeigen, wie wir dieses Bild gemacht haben, was ihr gerade eingeblendet seht. Und vielleicht habt ihr auch schon mal gefragt, wie man solche Bilder überhaupt erstellt. Man kennt es ja schon aus dem Internet und wir haben gedacht, wir werden jetzt mal euch zeigen, wie das funktioniert. Und zwar werden wir es so machen, dass ich euch den fotografischen Part erkläre und der Christoph danach die Retusche. Also viel Spaß jetzt erstmal. So, als allererstes müsst ihr, braucht ihr mal ein Model und so. Wir haben jetzt einfach mal ein Set gewählt, quasi aus der Making-of-Perspektive, wie der Christoph sich selber fotografiert, das Model ist, der Assistent ist, der Lichtmensch und so. Und ja, wir fanden die Idee ganz witzig. Man kann das natürlich überall machen, ja, im Klassenzimmer, auf der Parkbank, egal wo. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an, damit ihr seht, wie es funktioniert. Christoph, geh mal auf Position. Jo. Das Wichtigste, was ihr beachten müsst, ist, dass ihr ein Stativ habt. Also die Kamera muss auf Stativ stehen, die Fotos auslöst. Und ich habe dann noch so eine kleine Kabelfernbedienung hier, dass ich die Kamera auch nicht anfassen muss, wenn ich auslöse. Ich habe jetzt hier die Einstellung 125, Blende 9, ISO 250. Ist aber eigentlich vollkommen egal, weil das ist jetzt hier eine Studiosituation. Das müsst ihr je nach Situation anpassen. Und eben das Wichtigste ist, auf Stativ. Und wenn ihr euer Hauptmotiv gewählt habt, wie jetzt zum Beispiel Christoph als Model in der Mitte, stelle ich jetzt auf ihn scharf mit dem Fokus und stelle den Fokus dann auf manuell, dass der sich zwischen den Aufnahmen nicht verstellt. Das ist eigentlich noch so das Wichtigste, was ihr beachten müsst. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Christoph, bitte, geh mal in Pose. Jetzt löse ich einmal aus. 3, 2, 1. Genau. Jetzt haben wir das Foto von ihm als Model. Jetzt hol dir mal die Kamera bitte. Und dann geht er in die Position des Fotografen. Das muss ich jetzt dann aber hier am Sucher kontrollieren, dass er auch richtig steht und dass sie nicht übereinander stehen und so. Genau, das sieht gut aus. Jetzt machen wir noch ein Bild. 3, 2, 1. Jawohl, das passt. Wer mir das Bild angezeigt wird hier auf dem Monitor, ihr kennt das ja, da ist ja mal so ein schöner Fettfilm drauf. Markiere ich mir einfach da, wo die Person schon war. Und wenn der dann wieder schwarz ist, dann sieht man eigentlich die Markierung ganz gut, wenn man dann mit dem Finger ein paar Mal drüber gewischt hat. Das ist so ein kleiner Trick am Rande. Christoph, nimm mir mal den Reflektor und warte, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Ja, einen ganz kleinen Tuck nach vorne kannst du noch. Ja, perfekt. Gut. 3, 2, 1. Jawohl, das passt. Und dann zu guter Letzt noch der Lichtassistent ganz hinten am Blitz. Da müssen wir auch schauen, dass er dann zwischen Kameramann, also zwischen Fotograf und Model steht. Ja, so passt das. 3, 2, 1. Passt. Seht ihr? So schwer war es gar nicht. 4 Aufnahmen. Ihr könnt natürlich auch viel mehr machen, wenn ihr wollt. Dann wird es natürlich in der Retusche aufwendig. Aber ich meine, ich glaube, ihr habt das Prinzip erkannt. Und ich gebe jetzt mal ab an Christoph und die Retusche. Falls euch das gefallen hat, was wir hier gemacht haben, dann lasst einfach ein Like da oder schreibt in die Kommentare, wenn ihr mehr solcher Sachen sehen wollt. Wir würden uns drüber freuen und ich gebe jetzt erstmal ab an Christoph. Bis gleich.